willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Mega Mine. Bis dahin und schön. Ah! Oh. Das war der kürzeste Part. Also diesmal hat's mit deinem Uts geklappt. Sag ich doch. Man muss nur drauf achten. Und aber ich muss auch sagen, ich habe diesmal ein bisschen geschätzt. Ja. Ich habe gewartet, bis es kommt. Dann hab mir dann gedacht, jetzt müsste eigentlich kommen. Jetzt! Vielleicht jetzt? Nein, jetzt? Nein, ja? Nein. Jeden Moment müsste es kommen. Okay, ich habe jetzt mein Mega-Bauprojekt vor. Da brauche ich megamäßige Mengen an Holz. Und die werde ich mir jetzt erstmal holen gehen. Whee, megamäßige Mengen an Holz. Und Cobblestones brauche ich eigentlich auch, also ich muss auch nochmal in den Keller. Schatten, hast du nicht noch welche? Ja, in meiner Truhe. Ich brauche da nicht nur welche, ich brauche da welche. Ich glaube, da sind welche. Genug. Ich habe auch relativ viele Clean Stones. Da. Also ja, Cobblestone reicht da. Wenn du in den Tunnelkeller gehst, dann müssen die ganzen Cobblestones in der Kiste drin sein. Okay. In meinen warum lasst ihr Kohle übrig? Sind nicht mehr so viele. Ich kümmere mich jetzt erstmal schön ums Holz. Wäre nämlich gerade alle. Nein! Wasser! Ich hab keinen Block dabei. Du hast keinen Block dabei. What the fuck? Ich musste gerade Treppen hernehmen. Ich habe Schienen aufgesammelt, du auch? Ich habe keine Schienen mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, Schienen. Ich habe gerade verstanden, ich habe China aufgesammelt. So, hä? Ich sammelte China auf und wurde Millionär. Warte, erzählen. 1, 2. Er fehlen noch 1, 3. 2, 3, 4, 5. 7. Und die 8 hatte dann das Schienen. Okay. 1, 2, 3. Achso, du hast die Schienen auch. 5, 6, 7. Und da kommt die. Ich habe mich gerade mal kurz umgehört, weil ich irgendein komisches Geräusch gehört habe, aber das war nur meine Einbildung. Oder nicht? Sagte er und ihm wurde das Messer in den Rücken gerammt. Bam, bam, Uni-Content bam. Auf meinem Kanal, Uni-Content! Also von ihm wurde dir. What the fuck? Das Messer in den Rücken gerammt. Aber dann bitte ich meinen Mörderwesen noch darum, dieses Video zu bearbeiten und hochzuladen. Oh nee, das ist mir der Aufwand nicht wert. Oh. Scheiße, dann doch nicht ab. Ich lade ein Video hoch, wo dann drin steht: Tut mir leid, ich habe ihn umgebracht, bevor er es bearbeiten konnte. Er zeichnet der Mörder. Tschüss. Das akzeptiere ich auch. Okay. Ich mache ein Draw Your Death. Gold, Gold, Let's Gold. Unwertvoll, aber schön. Los, glitzert, fertig. Pass auf, da oben ist ganz viel Wasser in der Decke und Eisen. Wo ist da Eisen? Ach, da ist Eisen. Wo ist da Eisen, meine Damen und Herren? Da. Ah! Eine Frage für Galileo Mystery. Ayman Abdallah und sein Team fragen sich diesmal, wo ist das Eisen und wo ist das Wasser? Und wer ist Walter? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Und wo ist Walter? Das wo ist und er? Noch viel mehr jetzt bei Galileo Mystery. Ich kann den Jingle nicht mehr. Ich na, auch na, 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 na. The final countdown. Das würde auch passen. Das war the final countdown. Ich weiß. Gut. Aber das würde auch passen. Nein, nein, nein. Ah, ist runtergefallen. Ja, und er ist runtergefallen. Nein. Wieso ist er heruntergefallen? Und wieso trägt er eigentlich keine Hose? Und was haben die Eliminierten damit zu tun? Es sind auch die Freimaurer, nicht nur die Illuminaten. Aber Ayman Abdallah ist doch ein Illuminat. Sagt sogar der Hund. Galilei. Boah, Alter. Oh! Ist das dein Hund, beziehungsweise der Hund deiner Eltern? Nein, das ist ein Hund, der auf der Straße gerade rumrennt. Ach du Heilige. Ja, ich hab's Fenster gekippt. Ja, ich hab mein Fenster sperrengeweit offen, aber ja, meine die Hunde Autos liegt dann am meisten, die einfach so rumbellen. Übrigens, ich muss noch ganz kurz den Fakt, deine Eltern haben keinen Hund, deine Eltern haben eine Fußhupe. Richtig. Ein Teppich-Ferrari. Ein Teppich-Ferrari, genau. Oh, da steht eine Sonnenblume, die grinst mich einfach an. Sonnenblume. Schade, dass man die nicht züchten kann. Kann man doch, meine ich, oder? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Lass es uns ausprobieren. Bidum, bidum. Dim. Dim, 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 dim.
Du hast sogar ein bisschen was von Peter Lustig. Was denn? Bestimmt nicht die Haare. Doch. Genau die. Nein, hab ich nicht. Wären deine Haare schon vor Alter ergraut, dann würdest du aussehen wie Peter Lustig. Ah, oh, das ist doch Hohn. Was? Jetzt Hohne piepelt hier. So viel Kohle. Das muss ich alles zu Kohleblöcken verarbeiten. Übrigens, ich schulde dir 2 oder 3 Kohleblöcke, Errol. Ah, da sind sie hin. Tut mir leid. Ja, ich führe Inventar. Ich führe Inventar? Ja. Musst du das wirklich? Natürlich. Nein, ich wusste, wie viel ich habe. Was machst du da oben in der Decke, Girl? Ich habe Kohle abgebaut. Okay. Die hat mich nach oben verführt. Ach, war dieses Girl gerade eine Anlehnung an Musician aka Chris? Ja. Es gibt noch jemanden, der diesen Typ guckt. Ich glaub's ja nicht. Ich find ihn total genial. Er hat manchmal was Komisches auch an sich, aber... Ich mag seine Animal Crossing Sachen. Deswegen habe ich ihn auch abonniert eigentlich. Ich habe ihn wegen Kingdom Hearts abonniert. Der feine Herr. Kingdom Cards, Kingdom Hearts. Da-la-be-la-du-lu-li. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich mich verlaufen, aber das geht ja gar nicht bei diesen riesigen Bauten in der Luft. In meinem Keller kann man sich laut Aussage von Errol sehr gut verlaufen. Ja. Ich verlaufe mich doch sowieso überall. Spitzhacke 1 von 4 kaputt. Okay, wir haben wirklich nie wieder Probleme mit Kohle. Stell dir mal vor, du hättest noch als Verzauberung Glück auf dieser Spitzhacke, dann hätten wir nie wieder Probleme. Wir könnten einen Verzauberungstisch bauen. Ich habe noch nicht genug Leder. Wofür brauchst du Leder? Bücher muss man bauen mit Leder. Ach ja, stimmt ja. Das haben sie so beschissen gemacht. Ich meine, gut, ist irgendwo an die Realität mehr gehalten, aber... Nee. Realität ist kacke. Also in der Realität kann ich keine Holzplanke einfach so an irgendwas dran setzen und die schwebt dann da. Geht oder da, dann muss man realitätstisch. Was ich glaube. Übrigens, wir sind hier auf Bedrock-Höhe. Also du siehst gleich nichts mehr. Hab ich schon mitgekriegt, ich hab schon blind. Ich meine, ich brauche eine neue Brille. Du trägst eine Brille. Ich trage eine Brille, ja. Hey, ich trage auch eine Brille. Ich müsste eigentlich, aber mir ist sie vor einem Jahr runtergefallen und ich war noch nicht beim Optiker. Mir ist jemand draufgetreten und seitdem ist sie immer wieder krumm. Ich habe gerade willkürlich angefangen, einen Baum zu hacken, ohne zu wissen, dass an der einen Seite dieses Baums eine Leiter nach oben führt. Reparieren, ey. Ich weiß nicht. Am besten noch ein Schild dranhängen, war ich nicht. Ja klar, ich habe schon Stücke von dem Baum rausgerissen, nur das Stück mit der Leiter lasse ich dran, war ich nicht. Das war ich nicht. Gezeichnet, der Typ. So, wieder dran gemacht. So, schon die Leitern wieder dran machen, dann passt es wieder. War das denn mein Baum? Weiß ich nicht. Bin mir gerade sehr unschlüssig, wessen Baum das ist. Ich kletter einfach mal hoch. Also, mein Baum ist ja zum Glück davon gezeichnet, dass er aus einem Haus herauswächst. Ja, das aber irgendwie immer noch nicht so schön aussieht. Also ich habe so eine Vorstellung wie, kennst du den Film Hobbit? Kennst du den Film? Ich kenne ihn, ja, aber nie gesehen. Oh, schade, weil da ist ein Radagast, der braune Zauberer, und der wohnt in so einem coolen Haus. War das nicht der braune Zauberer mit dem Kanickelschwert? Ja, genau der. Enderman. Nicht hinschauen und einfach weiter abbauen. Das Haus von dem war aber cool. Ja, ne, so da wächst ja auch ein Baum raus. Und so habe ich mir das schön vorgestellt, aber irgendwie hat er es noch nicht hingekriegt. Da musst du in viel größeren Dimensionen bauen, um das richtig zu machen. Ja, aber so ähnlich kann man das immer versuchen zu bauen. Ich bin voll! Oh, kacke, ich glaube, ich habe ihn angeguckt. Nein, der schreit noch nicht. Wie eine Furie. Ja! Ich habe ihn gerade angeguckt. Okay, sexy Puppe. Au. Bei mir hat er nicht mal das Geräusch gemacht. Lass meine Punkte da liegen, oder ich schlag dich. Platsch. Jetzt wahrscheinlich sterbe ich gleich an Lava. Locke ihn in Lava. Soll ich Wasser mitbringen? Er mag kein Wasser. Ja, bring Wasser mit. Deswegen stinken die Biester auch so. Geh weg, Lava.
Okay, wo ist dein Inventar? Lass mein Inventar liegen! Tut mir leid, ich hab's doch. Ich wollte nur gucken, wo es liegt. Ja, denk ja. Dran, sie fühlt Inventar. Er will immer meine Punkte haben. Ich bin übrigens schon wieder Level 30. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit deinem Level gemacht habe oder alleine. Siehst du? Ich sterbe so oft und er sammelt meine Punkte ein. Ich glaube, den Baum kann ich abreißen, oder? Dafür müsste ich ihn eigentlich töten. Genau. Mach jetzt einfach mal das Selbstmordkommando und renn tiefer in den Wald hinein. Bist du jetzt Rotkäppchen? Ja. Darf ich der große böse Wolf sein? Nein. Oh. Du bist nicht groß und nicht böse. Und du bist kein Wolf. Ich bin ein Furry, das reicht doch. Seit wann bist du ein Furry? Schon seit längerer Zeit. For real friends. Also ich sehe das nicht an deinem Avatar. Du bist noch ein Mensch. Wieso muss man unbedingt ein anderes Avatar-Pick dafür haben, um zu zeigen, dass man an anthropomorphe Darstellung von Tieren interessiert ist? Dass du auf Furry stehst, will ich eigentlich gar nicht wissen. Ich finde diesen Mensch-Tier-Porno nicht so schick. Nee. Gucke ich auch nicht, aber ich meine, so, wie soll ich ein Profilbild haben, der das ausdrückt? Hä? Wieso? Sag mir wieso. Hä? Weil das für mich logisch erscheint. Das, was man mag, zeigt man nach außen. Oh. Und da es im Internet ist, geht das einfacher. Ja. Gut, dass ich kein Mensch bin. Gut, dass ich kein Fußfetisch hab. Du bist ein Mensch. Ich bin kein Mensch. Stimmt, du bist ja Ausgeburt der Hölle. Warum auch nicht? Weißt du eigentlich die Kettenhose? Ich habe ein Monster getötet. Achso, dann töte ich. Das hat sie bei Louis Vuitton gekauft. Ja, ich habe auch eine Kette Schuh. Über deine Firma. Natürlich. Nein, so lange gedacht, Creeper. Nein. So, also sowas solltest du verkaufen wir nicht. Wir verkaufen zwar Vasen von Enderman. Hugo Boss, aber... Was verkauft ihr von Hugo keine Boss? Keine Louis Vuitton. Ey, wir verkaufen alles. Wir verkaufen auch Mauspads, wir verkaufen Waschmaschinen, Schläuche. Okay, Aaron, kannst du bitte aufhören, in mir drin zu stehen? Ich hab gedacht, das macht dir Spaß. Was macht ihr denn für Machenschaften ineinander? Ohne mich? Na ja, komm runter. Oh, Gold! Zufälligerweise wollte ich auch gerade runterkommen. Ich hab doch gerade Gold gesehen. Perfekt. Und ich habe auch ein Ei in der Hand. Oh. Da musst du es auf ihn draufschmeißen, das mag er. Wo seid ihr denn? Ich hol dich ab, okay? Okay. Sehe übrigens gar nichts wegen der Bedrock-Ebene. Ich warte gerade noch auf so ganz smooth Fahrstuhlmusik. Ich kann kein Zeug mehr. Ich esse das jetzt auf. Meine Hand schläft mir immer wieder ein. Ich brauche ein neues Mauspad. Kannst du da mal eins mitgehen lassen von deiner Arbeit aus? So, Mauspad einfach mal. Für ein paar Obolus bestimmt. Obolus, meine ich. Wir könnten es auch einfach so machen. Ich kriege auf alles, was wir verkaufen, 50%. Ich sage einfach, ich kaufe es für mich einen. Das ist wirklich cool. Ich kann nichts mehr einsammeln. Ich hoffe, Legos hat große Taschen. Auf alles, was ihr verkauft, bekommst du 50%. Ausgenommen, Ihr Nahrung. Nein. Tut mir leid. Selbst auf das Koi-Futter, was wir verkaufen, will ich Prozent bekommen. Koi-Futter. Cool. Ich liebe Koi-Futter. Und Hunde-Vitamin. Was? Ich hab mich nicht... Genau, das hab ich nicht... Was ist passiert? Ich will mitlachen. Ach, jemand ist gestorben. Ich glaube, die haben auch gerade bei mir gelacht. Haben die bei mir gelacht? Haben sie? Wahrscheinlich. Nein, nein. Ich lache jeden aus, der stirbt. Ich weiß. Das Wetter ist wieder angenehm. Kühl. Hey, TK, Hirn. Warte, ich stelle gerade meine Settings nochmal um. Wo bist du, Adams? Hi. Wir nehmen noch ein paar Melonen mit. Ich kann nicht sehen. Passt, ich habe selber noch Melonen. Und Steaks. Mir fehlen Melonen deswegen. Ich hab nicht genug Melonen, um ehrlich zu sein. Ich höre ganz viele Geräusche. Von draußen, von unten. Und da höre ich gerade eine Jalousie, die runtergeht. War einmal vor langer, langer Zeit in einem weit entfernten Land eine Jalousie, die herunterging. Nimm lieber noch einen zweiten Stack mit.
Habe ich noch genug? Ich bräuchte auch Holz. Hast du Holz mit? Zufälligerweise bin ich im Besitz von mehr als 14 Stacks Tropenholz. Möchtest du das irgendwie dann ablegen, bevor wir in die... Ja, Tropenholz ist viel zu schön. Du kannst zum Bauen am besten Eichenholz nehmen. Ja, du musst mir nur zeigen, wo. Ja, ich habe hier eine Truhe. Was könnte ich denn wegschmeißen? Ich brauche für das, was ich bauen will, sehr, sehr viel Holz. Jetzt kriege ich Angst. Er will ein Traumschloss bauen. Ja. Ein Schloss im Himmel. Aus Holz und hier ist eine Truhe, wo du alles reinkugeln kannst. Oh, du hast... Wow. Okay. Ja, doch, ich hab viel Holz. Da hüpft er. Auch mal da rein. Ich komm schon. Und dann Aufi. Komm her, du. Übrigens, Errol, wann willst du dich darum kümmern, dass dieser Gang schöner aussieht? Der sieht voll pottenhässlich aus. Errol, du hast es voll schlecht gemacht. Errol. Ich kümmere mich damit um Paya drum. Ja, Paya hat damit schon angefangen. Ja, ich weiß ja nicht, was seine Vorstellungen sind. Es ist mir eigentlich egal, solange die Strecke funktioniert und mich nicht umbringt. Groß und breit. Ja, dir, aber Paya nicht. Lauf nicht vor, TK. Du sollst mir hinterherlaufen. Das hat sich gerade so eingegliedert, tut mir leid. Warte, ich esse schnell was. Enderman in einer Grube. Mach hin, es wird nass. Das ist Gold. Also ich weiß ja nicht, von was du nass wirst, mein Freund, aber... Da ist Wasser runtergetropft. Oh Gott, das ist der Enderman. Nicht angucken. Ich mach den platt. Nein, wir spielen auf hart. Ich mag es hart. Wo ist der denn? Da ist er doch. Er guckt mich noch nicht an. Okay, das ist cool. Weißt du, er kloppt einfach drauf. Ist okay. Er hat ja ein Diamantschwert daher. Oh, mein Schwert ist blau. Ich bin cool. Ja, und verzaubert. Ich sag doch, mir kann man nicht mehr helfen. Und schützen kann man mich auch nicht. Warum sieht man hier unten nichts? Weil wir auf Bedrock-Ebene sind. Ich mag Bedrock nicht. Nein, ich auch nicht. Aber ich habe nicht viele Höhlen auf dem Weg gefunden, die auf Bedrock-Ebene sind. Ich gehe jetzt in eine andere Höhle. Lava. War ja klar. Mr. Lava, Lava. Oder ich gehe kurz zu einer Kiste. Gibt es Kisten auf dem Weg? Wenn, dann höchstens nur eine und die ist relativ spät noch. Dann kann ich mir ja die Leiter geh weg, von... Geh weg, Lava. Geh weg. Ein paar Jahre. Okay, wo ist TK? Ich sehe nicht mehr seinen Namen wegen ganzen Gedöns. Ich glaube, die Höhle ist soweit hier ausgeräumt, TK. Zurück. Ich müsste mich jetzt erstmal zurechtfinden. Ah, ich sehe dich. Ja. Ja, mir ist egal, wo wir buddeln. Ich brauche einfach nur Steine. Mehr brauche ich nicht. Ja, da hättest du gestern ankommen müssen. Steine-Mania. Oh Gott, so viel Gravel. Und Eisen. Mist. Und Eisen, ja. Wieso leckt es eigentlich so? Was machen Le Fischi und Jörg wieder? Porno. Sprengen. Höchstwahrscheinlich. Liefen. Was du so alles machen am Tag? Ja. Ein bisschen griefen. Was hast du heute griefen, so gegessen? Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Roastbeef. Huh. Ich hatte heute die Pizza. Hallo, DK. Hallo. Willst wie du kamst da noch du eigentlich drauf? Auf deinen Namen TK? Und wofür steht TK überhaupt? Na, damals war es eigentlich das Kürzel von meinem ersten YouTube-Kanal, und zwar von Takoro Misashi. Und irgendwie ist dieser Spitzname durch meinen Bro dann zustande gekommen. Der hat mich dann irgendwann mal TK genannt, weil ihm Takoro zu lang war. Ich weiß nicht mal, wie man das auf die Schnelle ausspricht, aber okay, fahr fort. Ja, und dann hat er gesagt, du bist jetzt TK. Ich hab gesagt, ist okay. Cool. Das war meine Geschichte. Nein! Eine epische Geschichte, lang und mit vielen Plot-Twists, wie ich sie mag. Wie Shakespeare, nur kürzer. Und leichter verständlich. Richtig. Hey, der Typ hat auch gestern Geburtstag gehabt. Hat er ja? Also Google Shakespeare oder dein Kumpel? Gesagt. Shakespeare. Shakespeare ist sein Kumpel. Ein Bart übersteht ja tausend. Möchte mir jemand helfen? Ich kann die Sachen nicht mehr aufsammeln. Ich bin hier gerade auf dem Weg Cola einsammeln und TK hat gerade ganz komisch gemacht. Das bedeutet nie was Gutes. Warte. Nein, das war wegen der Aussage, dass Shakespeare mein Freund ist. Hier, drehe dich um. Hier.
Ja, ich hab hier noch. Du übersiehst voll viel. Aber da drin. Du hast da Eisen übersehen. Da drin. Oh, Rastum. Oh, und sogar eine ganz große Ader. Ich hab mit bebaut. Gebaut. Nein, Wasser! Kannst du nicht. Du machst die ganzen Schienen kaputt. Das ist was runtergeplumpelt? Plumpelt? Ja, bei Wasser. Nein, noch mehr Wasser! Junge! Bist du sicher, dass das aus dem Meer kommt, nicht aus dem See? Ja. Wir sind hier nämlich irgendwo 20.000 Meilen unter dem Meer. Und under the sea. Unter dem Meer. Ja, das war eine Anspielung an den Jules Verne Roman. Ich dachte, jetzt kommt Ariel. Ich auch. Nein. Er hatte... Au! Das war eine Fackel. Mein langer, harter Stock in dein Gesicht. Wer hat den Rest? Stock. Ich hab dir ganz das Redstone mitgenommen. Baut mal wieder auf. Ich hab keine Ahnung, wie das gebaut wird. Ja, wie kommt hier muss das Redstone-Ding hin. Hier muss das Redstone-Ding hin, wo ich drauf rumhüpfe. Geh weg, geh weg, geh weg. Und wo kommt die Redstone-Fackel dazu hin? Direkt daneben. Auf den Redstone. Ich habe aber noch eine eingesammelt. Wo ist die andere Schiene? Ich habe noch eine normale Schiene einstecken. Die musst du da auch noch hinpacken. Oh. Ha, Puzzle. Ja, Puzzle. Warum ich sollen wir das nicht verraten? Ich bin ganz geheim hier. So, meine Freunde, wir sind bei fast 22 Minuten angekommen, weil du ja 22 Minuten magst schaffen wollen. Mag jemand die Fackel hinsetzen? Oh. Deshalb hat die noch in meinem Inventar gesteckt, so. Fackel. Danach sagt er nichts mehr, ne? Also, der. Hat jemand zufällig eine Workbench? Nein, hast du kein Holz? Nein, nur schönes Holz. An alles haben wir gedacht, nur nicht an Holz zum eventuell bauen. Toll. Hier, nimm die Workbench. Hast du die gerade gebaut oder hattest du die dabei? Gerade gebaut. Aus schönem Holz? Aus Holz. Aus wunderschönem Holz. Ja. Das ist wichtig. Den schönsten angesehensten Akazienbäumen, die du je gesehen hast. Aus Schwarzeiche? Akazie ist aus Schwarzwälder Kircheiche. Bist du das? Wer hat Kohle? Wer möchte Kohle? Ha. Ich hab Sie nur fragt, minimal wer Kohle was. Hat. Also, so ein paar Stacks nur. Warte, das könnte ich jetzt eigentlich sogar schon zu Kohleblöcken verarbeiten. Mach ich gerade. Ich hab 8. Das wäre mal gar keine dumme Idee, das mach ich jetzt auch mal. Ich baue gerade noch ein bisschen Kohle ab, dann können wir das machen und danach beenden wir den Part. Und mir vibriert es in der Hose, das gefällt mir nicht. Ja, ich ruf dich an. Einen eigenen zu eingebaut. Lassen wir es noch stärker vibrieren. Uhu. Oh. Komm zu mir. Nee, ich mach jetzt Kohleblöcke. Okay. Mach jetzt erstmal die Finger schmutzig. Arbeiterhände. Ich schmeiß dich mit Kohle. Tut mir leid. Tut mir leid an alle, die das sich antun müssen. Tut mir leid. Also nicht sehr viele. Ist okay. TK hat viele Abonnenten. Stimmt, TK. Du Armer. Geht. Bald nicht mehr. Wenn alle abspringen. Das war's dann. Hier ist noch Kohle. Wer Kohle. Ja, es sind leider noch nicht so viele Abonnenten wie auf dem alten Kanal, aber okay. Du hast auch einen alten Kanal. Mhm. Ach ja, dieser TK-Kanal dann, ne? Ich habe 42 Kohleblöcke. Was hast du auf dem anderen Kanal gemacht? Auch Let's Plays. Achso. Da hat sie angefangen. Okay, dann müssen wir jetzt hier den Part beenden. Wollen wir dann noch einen aufnehmen, oder? Dann müsst ihr aber ohne mich aufnehmen, weil kein Platz mehr. Hast du nicht irgendwas, was du löschen kannst? Ich kann mal gucken jetzt, wenn wir gerade Pause machen. Okay, ich hoffe, dann, das Let's Play hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft Mingmine. Bis dahin und tschö.